Jetzt habe ich Bock, einfach mal die ganzen Beefs aufzuräumen. Monte, Fire Gordon, Brainbuster. Also gerade mit Fire Gordon hat er da. Ja. Hat schon Fire Gordon kommentiert eigentlich? Das ist schon seit 2 Jahren inaktiv. Okay, hat nicht kommentiert, Was schade. geht? Heute geht es um Den etwas, Zuschauern. was Achso, jedem ja. schmeckt, außer einigen komischen. Hast du noch 165? Ja, was heißt nur noch? Das ist gut. Menschen, und zwar saftiges Beef. Da mein Das ist gut, es soll noch weiter runtergehen, ist umso besser. erstes Video zu diesem Kappa, Thema so gut ankam, schiebe ich heute den zweiten Teil einfach mal hinterher. Yo, der hat 82 Euro damit gemacht. Ich kenne Markus, sein CPM ist eigentlich deutlich beschissener. Der hat mir das mal geschickt, der hat teilweise ein 1 bis 2er RPM, so richtig schlecht einfach. Aber hier hat er mies abgesandt, 82 Euro ist stark. Los geht's. Los geht's, Baku, In der richtig. Hoffnung, so viele Klicks abzustauben wie möglich, Kappa. Die Serie baut nicht aufeinander auf. Falls ihr also Spaß daran habt, findet ihr in der Videobeschreibung den ersten. Yo, Shinx! Shinx02-ShirtX1000. Ich mach mal ein wenig mehr. Oh, liebe Shinx, du bist so ein Engel, yeah. Und ich werde eines Tages für dich einen Rap aufnehmen und dir dann die 1000 Bits zurückspenden. Vielen lieben Dank, yeah! Und damit mal bitte eine grüne Karte in den Chat oder Gunnar Kessler in den Chat. Eins von beiden. Ihr könnt euch jetzt überlegen, grüne Karte für den Erfolg oder Gunnar Kessler, einfach weil es Gunnar Kessler ist für die 1000. Ey, das ist krass. Vielen, vielen lieben Dank für 1000 Bits einfach. Also, das ist Wahnsinn. 82 Euro sind 20 Döner. Das ist unser nächstes Donation Goal, oder wie? Ich freue mich schon auf den Song, okay. Ich bin schon eigentlich am Produzieren die ganze Zeit. Ich habe nur darauf gewartet, bis ich das hier irgendwann mal raushauen kann. Nicht mal ein Spin-Schmutz. Stimmt, Alter, wir haben nicht mal einen Spin heute erreicht. Fuck, Alter, ey, wir müssen uns dringend löschen. Scheiße. Mit deiner Engelsleichenstimme kriegen wir hin. Arbeitet Baku eigentlich neben YouTube? YouTube arbeitet für Baku, meinst du? Nee, ja, Baku arbeitet tatsächlich, ja. Junge, schwitzt du? Nein. Ich habe nur eine Ölstirn. Nee, Real Talk, ich habe eine Ölstirn einfach so. Dafür bin ich ja eigentlich schon berühmt geworden, ja, mit meiner Ölstirn. Und das ist normal halt einfach. Ich weiß, sieht es aus, als würde ich schwitzen? Nee, ich schwitze wirklich nicht. Ich habe vorhin Fußball gespielt, habe mich geduscht und bin dann hier nach Hause. Ich kann eigentlich nicht schwitzen. Also, Teil dieser nicht. Kleinen Miniserie, in der es unter anderem um Tanzverbot, Chaos Flow und Kuchen-TV ging. Aber um keine. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Oh, Junge, ich spreche wieder ab. Immer wenn ich irgendwie beginnen möchte mit irgendeinem Video, werde ich unterbrochen. Sei es mit einer Nachricht, sei es mit einem Sub oder irgendwas. Deswegen, ihr braucht euch nicht wundern, dass meine Reactions 10 Jahre dauern. Ja? Manchmal kann ich wirklich nichts dafür. Manchmal seid ihr auch einfach dran schuld. Ich liebe diese Stirn. Pass auf, dass die Amerikaner nicht deine Stirn raiden. Ey, hör doch einfach auf, Mann. Es muss doch nicht sein. Ohne Zeit zu verlieren, legen wir direkt los mit dem ersten aufgewärmten Stück Fleisch des Tages. Cake TV vs. Fire Gordon. Da Fire Gordon vermutlich dem einen oder anderen nicht mehr bekannt sein könnte, fasse ich euch mal kurz den Werdegang von ihm in wenigen Sätzen zusammen. Fire Gordon war ein Meinungsblogger, der hauptsächlich für seine übersachlichen Videos bekannt wurde. Seine Videos beinhalteten keinen Funken Humor und zielten im Grunde nur darauf ab, andere argumentativ zu zerstören. Warte, bis das Video zu Ende ist. Das wird noch viel, viel peinlicher für dich. Es wird noch viel, viel peinlicher. Wirklich groß geworden ist er während des Fortnite-Hypes, wo er mit Mario Kart Gameplay im Hintergrund 12- bis 14-jährige Kids von seinem Kanal überzeugen konnte. Gerade in einer Zeit, wo jedes Video abgegangen. Hallo, ich hatte auch Gameplay im Hintergrund. Ey, weißt du, dann schießt doch direkt gegen mich. Ich hatte damals auch Gameplay. Ich war noch vor Fire Gordon derjenige, der Gameplay im Hintergrund hatte. Ja. Ehrlich. Ehrlich mal. Berliner, danke für den Euro, ja. Dankeschön, vielen Dank. Junge, abgesprochen mit Milena. Euro. Raute für Regodismus. Feiergodismus in den Chat, Leute. Feiergodismus in den Chat. Anni, danke für die 2 Euro. Anni unterstrich Milena spendet 2 Euro. Aus Trotz. Einfach aus Trotz, Leute. Ja, normal, wer kennt's nicht? Einfach aus Trotz. Danke dir. Ja, Feiergodismus in den Chat für den Flex. Gegangen ist, was auch nur im entferntesten. Das ist halt, wisst ihr, ich habe eigentlich wieder vor, Reactions auf meinem zweiten Kanal zu bringen. Ich habe aber eigentlich nicht vor, meine Reactions alle zu schneiden. Und das ist halt das Problem, wenn ich jetzt hier halt irgendwelche Alerts bekomme. Yo, was? E95 ShirtX1500, hab ich was von Störung gehört? Kappa. Yo, 1500 Bits? Akli! Jukle! 95.000
1500 Bits einfach aus dem Nichts reingebrettert. Ey, vielen, vielen Dank. Völlig absurd. Völlig absurd. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich gestört hier. Ja. Ja, das ist krass. Das ist wirklich krass. Vielen Dank. Pass mal, was ich jetzt sagen wollte. Ich hatte eigentlich vorgehabt, meinen zweiten Kanal wieder so ein bisschen zu reaktivieren, mehr Reactions hochzuladen. Das muss ich dann selber machen, weil Toni ist gerade, ich weiß nicht, wo er ist. Aber das Problem ist, ich möchte es eigentlich nicht schneiden, aber wenn hier irgendwelche Alerts immer reinkommen, dann nervt das halt auch den Uncut-Zuschauern oder den Zuschauern auf meinem zweiten Kanal. So, und dann kann ich die Reaction nicht hochladen, wenn die dann 10 Jahre geht, weil hier immer ein Einwand kommt. Das wollte ich gerade sagen, währenddessen kommt hier noch eine 1500-Bits-Donation rein. Ja, also das ist halt, ja, und ich kann das aber nicht ignorieren. Also ich kann nicht, wie in Monte zum Beispiel, einfach so die Donations oder Subs einfach so ignorieren. Das macht mich krank im Kopf, wenn ich das mache. Alpha Game Uncut Incoming. Am besten, ich eröffne einen neuen Kanal mit Alpha Kevin Uncut mit Alerts. Achtung mit Alerts und sehr lange Videos. Das wird so mein Name sein. Ich denke, der wird sehr erfolgreich. Fortnite zu tun hatte. Leider ist sein Kanal mit dem langsam abflachenden Fortnite-Hype ebenfalls zugrunde gegangen und sein restlicher Content verlor zunehmend an Qualität. Gut, aus heutiger Sicht ist das jetzt auch nicht so qualitativ hochwertig gewesen, aber damals waren es ja nochmal andere Zeiten. Die Videos wurden zunehmend immer kürzer und er betrat immer wieder Themengebiete, wo er einfach nur Scheiße erzählt hat, wie hier. Wir leben in einer Scheindemokratie, wo alles repräsentativ sein soll, aber ich sehe hier nirgendwo jemand irgendwas repräsentieren. Also meine Werte gibt's hier auf jeden Fall nicht. Cringe. Der Absturz von Firegoon war praktisch schon besiegelt, längst bevor der Beef zwischen KuchenTV und ihm überhaupt in Fahrt geriet, weil er praktisch in einem Abwärtsstrudel gefangen war aus Uneinsichtigkeit und Kritikunfähigkeit. Er hat sich schlicht und ergreifend einfach selber zum Meme gemacht. Während der Gamescom 2019 kam es dann zwischen KuchenTV, Alpha Kevin und Firegoon endgültig zum Bruch, als... Junge, ich bin in jeder Story einfach mit drin. Ich kann nichts dafür, ja, das ist hier bloß die Story von mir. Das hier war KuchenTV-Story, das war meine Story. Oh, okay, das ist schon ein bisschen gemein, ja. Ich habe geschrieben, Max, die zukünftige Ausspann. Für den Ja-Sager erstmal ein fettes Algorithmus in den Chat. Schon sehr unangenehm auf jeden Fall. Patrick, grüß dich. Sich Alpha Kevin und Kuchen in ihren Insta-Stories über Firegoon lustig gemacht haben. Jetzt könnte man meinen, dass er die Insta... Junge, aber die Gamescom-Zeit war so geisteskrank nice, ohne Witz, ich brauch das unbedingt wieder. Ja, also erstmal so, schon die Gamescom-Zeit war geil. Aber dann auch noch, diese Aftershow-Party war so geil. Ja, weil wir kamen dort in so einen Club, da konnten wir kostenlos essen und trinken, einfach so for free. Also, und dann bei der anderen Aftershow-Party, das war im Bootshaus, waren wir im VIP-Zugang. Junge, kosten Getränke einfach 10 Euro für 200 Milliliter. Ich habe nicht einen Schluck Alkohol dort getrunken. Das hat mich fertig gemacht, ne? Naja, habe ich es dort gelassen. Aber da, wo es freie Getränke gab, ich sag's euch, ich habe den Schluck, also ich habe wirklich das Schlückchen genossen. Das war sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, da war auch Mr. Trashpack war dort, das weiß ich. Concrafter war da. Iblali, mit dem hat man sich halt eher unterhalten. Aber ansonsten waren da... Weiß gar nicht, wer da alles so da war. Es war nur so YouTuber, aber irgendwie... Man hat da auch so viel getrunken, dass man es irgendwie gar nicht so richtig gecheckt hat, wer so alles da war, ja? Weil du musstest ja erstmal... Weißt du, wenn du schon mal Getränke irgendwo frei bekommst in einem Club, dann musstest du... Es muss sich halt lohnen irgendwo, wisst ihr, wie ich meine? Junge, diese Chance kriegst du nicht nochmal im Leben. Ja, vielleicht dieses Jahr, keine Ahnung, mal schauen. Instagram-Stories wie aus der Maschinenpistole geflogen kam. Ja, nein, es waren eigentlich im Grunde nur 4 Instagram-Stories, bei denen KuchenTV auch nur, soweit ich weiß, bei nur 3 Stories beteiligt war. Bei Firegoon waren die Insta-Stories scheinbar die letzten Tropfen, die das fast zum Überlaufen gebracht haben. So kam es, dass er ein vernichtendes 45-Minuten-Video gegen KuchenTV hochgeladen hat, um ihn endgültig K.O. zu hauen. Ja, ein bestimmter Kommentar beschreibt das Endergebnis am besten. Das Video ging wohl nach hinten los. Und das Video war, um es in Firegoons Worten nochmal zu zitieren... Aber ich finde die Argumentation mega schwach. hier hat er auf mein Video reagiert, auf meine Tierlist. In diesem Beef hat Max wohl nicht ganz so erfolgreich gedacht, denn Kuchen konnte mit seiner Antwort jeden einzelnen Punkt vom Firegoon innerhalb von 60 Sekunden wegmeddeln und Firegoon mehr oder weniger bloßstellen. Ab diesem Moment ging es mit Firegoon rap. Wobei, an der Stelle muss man wirklich sagen, Firegoon hatte ja nicht in allen Punkten Unrecht. Ne? Die Sache ist einfach, Firegoon hatte halt weniger Zuschauer,
weniger Abonnenten und Kone fahren natürlich deutlich mehr Abonnenten und dementsprechend natürlich auch mehr Rücken sozusagen. Ackli. Sorry, Punkt. Wollte mir nur schnell den zweiten Platz gönnen, Lul. Dankeschön für die 100 Bits. Bis jetzt Zweiter. Ackli ist wirklich Zweiter. Young Shelter kann einpacken, ja. Das war's. Wahnsinn. Dankeschön, wirklich. Ja, bei Firegoden hatte nicht in jedem Punkt Unrecht. Es gab auch Sachen, Ausschnitte, wo er komplett recht hatte und was auch viel subjektiv war und so weiter und so weiter. Und dementsprechend, man muss es nicht zu krass verteufeln. Es war nicht, eigentlich ging es nicht komplett nach hinten los, aber weil KuchenTV halt einfach mehr Reichweite hat, hat man ihnen eh mehr geglaubt, ne? Muss einfach so sagen. Und weil mehrere halt gegen Firegoden waren, weil wir schon ziemlich getriggert waren von Firegoden zu der Zeit. Rapide bergab, weil er scheinbar selber realisiert hat, dass seine Zeit auf YouTube einfach vorbei war. Oh, er hat sich selber durch diverse Aktionen bei seinen Zuschauern ins Aus befördert und bis zum letzten Augenblick die Schuld unter anderem im Algorithmus gesucht. Das Ding mit dem Algorithmus und dem Argument, ich mache alles wie immer, meine Videos kommen nur wegen dem Algo nicht mehr an, ist so ein Trugschluss, dem immer wieder einige YouTuber verfallen. Der Algorithmus ist auf euch... Hey, ich hab dort eigentlich den hier gemacht. Naja, egal, scheiß drauf. Zuschauer abgestimmt und füttert euch mit Videos, die den Zuschauern gefallen. Wenn man durch schlechte Videos die Zustimmung und die Bindung der eigenen Community verliert, schlägt der Algorithmus die Videos logischerweise nicht mehr so gut vor. Der Grund liegt dann aber meist beim Content selber und weniger bei YouTube selbst. YouTube möchte jeden Zuschauer so lange wie möglich auf dieser Plattform halten und der Algorithmus schlägt euch eben Inhalte vor, was anhand des Nutzungsverhaltens am ehesten die Bindung erhöhen kann. Naja, Firegoden hat das wie gesagt anders gesehen und so kam es dann zu dem Moment, wo er wortwörtlich aufgegeben hat. Und das Video war richtig... Nee, warte mal. War das, ich gebe auf? Nee, das Video, wo er neu anfängt, war das das Video mit ich gebe auf? Das war ein gutes Video. Einige Videos danach beendet er seine YouTube-Karriere mit einem Vlog und wurde als ehemaliger Kanalzerstörer das Opfer seiner eigenen Überheblichkeit. Ich persönlich finde es schade, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, er hätte nicht mehr so die große Zukunft hier gehabt. Da ist er halt selbst schuld. Fatih Brate. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr... Würdet ihr sagen, hättest du noch die Zukunft gehabt? Ich denke schon, dass er natürlich auch noch mit seinem Content Reichweite gezogen hätte. Weil klar, der Content, das wird so ein bisschen einschläfern, aber man kann sich auch mit der Zeit entwickeln. So, und er hat ja damals auch gelernt, mit Adobe Premiere so ein bisschen mehr zu schneiden. Und ja, wenn du halt Meinungsbox machst, das muss ja nicht immer übel unterhaltsam sein. Und machst halt so diese eintönigen Sachen, reicht halt eigentlich auch, ne? Feuergrund größer als Alpha Cam. Dankeschön, Sir Lossi, fürs Vertrauen. Ja, Ehre. Freut mich wirklich sehr. Habt ihn nicht so sehr verfolgt. Okay, Fatih die Pratte ist immer noch groß. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Versus Montana Black. Viele von euch werden sich sicher jetzt fragen, hä? Wie können die beiden denn aneinander geraten, bitte? Fatih Brate macht doch Kinder-Content. Naja, im Ursprung ging es auch indirekt um Kinder-Content, denn Fatih Brate hat, wie viele von euch wahrscheinlich noch wissen, früher sehr schlecht gespielte und gefakte Videos ins Netz geladen. Auch er versuchte sein Glück mit Fortnite, als er mit seinem Bruder zusammen ein Gameplay-Video hochgeladen hat mit dem Titel 1 Kill gleich 1 Schelle mit meinem Bruder Fortnite Battle Royale. Irgendwie ist damals jeder auf diesen Zug aufgesprungen, oder? Ja, Mann. Ich hätte es bestimmt nicht gemacht. Das Video war halt ein langweiliges Gameplay-Video mit Challenge-Inhalten. Nichts Besonderes könnte man auf den ersten Blick natürlich meinen. Montes Adlerauge entging zu diesem Zeitpunkt aber dank Steli nicht, dass es in diesem Video einige Ungereimtheiten gab. Die Reaktionen der Brüder auf die entsprechenden Szenen im Video passten nicht wirklich zueinander und so wurde bei Monte die Skepsis immer größer. Und Leute, damals galt sein Lebensmotto... Leben und Leben lassen, Digga, nämlich nur nicht. So wurde Monte selber zu Detektiv Conan und er entdeckte ein Detail, was die Fassade von Fatih Brate wirklich von einem auf den anderen Moment fallen ließ. Und zwar den Namen des eigentlichen Spielers, dem die Gameplay-Aufnahme gehörte. Als Monte dann auf den Kanal von dem besagten YouTuber nachschaute, fand er auch ein Video darüber, dass Fatih Brate eben das Gameplay geklaut hat, ohne die Einverständniserklärung von ihm. Ich meine, bei einem 200-Abonnenten-Kanal würde es ja niemanden auffallen. Tja, da hat Fatih die Rechnung nur leider ohne Monte gemacht. Es gab vom YouTube na, höchstpersönlich eine Ansage gegen Fatih Brate. Ey, da hast du auch alles erreicht, wenn dich Monte expost, dann hast du eigentlich dein Leben verkackt. Wenn Monte einen Tipp bekommt mit, ey, guck mal, der hat das und das gemacht, sondern wenn Monte dich selbst einfach expost, wenn er sagt, ey, du hast da richtig reingeschissen. Wenn das Monte bei dir sagt, hast du eigentlich wirklich richtig reingeschissen. Also dann ist auf jeden Fall ein Fehler im System. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Fatih Brate ist immer noch, ja, ich weiß nicht, wie groß noch Fatih Brate ist, keine Ahnung. Seit ich Corona hatte, schmeckt nur noch Käse. Problem, ich mag eigentlich keinen Käse. Scheiße. Ja, was machen wir jetzt?
Das ist halt jetzt die Frage, was machen wir? Pfeifert wäre gewesen, wenn der Spongebob-Spruch eingeblendet hätte und dann die Argumentation mega schwammisch. Ach du Scheiße, wegen Schwamm, Spongebob. Oi. Na hör mal, Michi, na hör mal, Mensch. Ich hoffe, Digga, dass der Flynn den Fatih wegstrikt. Weil das ist, also das ist, Digga, unterste Schublade. Als das Steel mir vorhin gezeigt hat, hat meine Reaktion mal darauf, der heute Abend im Stream gefällt. Ah, nee, Steely hat, Steely, ja, ich wollte gerade schon sagen, als ob Monte drauf kommt. Nee, okay, Steely hat das gezeigt. Daraufhin folgte eine Ansage von Fatih Brate an Montana Black, wo er sich zunächst in die Opferrolle gedrängt hat mit folgenden Worten. Montana Black hat gesagt, dass er meine YouTube-Karriere zerstören will, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Nur wegen einem Video, beziehungsweise wegen einem Fehler, will er einfach meinen ganzen Kanal gelöscht haben sehen. Obwohl ich so viel Ehrgeiz und Fleiß reingesteckt habe, Freunde. Ich mache wirklich seit 2 Jahren YouTube. Ich habe meine Uni vernachlässigt. Ich schneide bis 5, 6 Uhr morgens meine Videos. Die Entschuldigung hat er sich aber selber zerstört, indem er sich selber, wie gesagt, mehr oder weniger in die Opferrolle gedrängt hat und im Anschluss dessen Monte selber gefrontet hat. Vor allem, Leute, weil er mit dem größten Skandal-YouTuber schlechthin befreundet ist. Und zwar UpRed. Es tut mir leid, dass ich den Namen jetzt sage, wir kennen uns nicht. Aber Freunde, Red hat wirklich so viele Fehler in seiner Karriere gemacht, dass 1000-mal schlimmer als meine Aktion ist. Und wisst ihr, was ich wirklich nicht verstehe? Wie kann Monte Leute wie mich kritisieren, obwohl er selber das Logo von einer Band geklaut hat, es drucken lassen hat und... Jo, sag mal, ey, guck mal, wie die Ansicht bei YouTube da war, auch noch ganz anders, ne? Mittlerweile sieht es nicht mehr so aus. 10.000 Male verkauft hat. Das war 2018. Ich meine, du hast mit einer Lüge Unmengen an Geld verdient. Digga, wen willst du hier? Okay, man darf Fatih Brate nicht mehr kritisieren für Content-Klau, wenn es einen Freund gibt, der schlimmere Dinge gemacht hat. Was auch immer das jetzt mit Fatih Brate und dieser Sache zu tun hat, bleibt ein Rätsel. Statt das Video mit den geklauten Inhalten dann zu löschen, ließ er es aber auch noch einige Zeit lang online und beließ es auch damit. Er kassierte für diese Aktion einen kleinen Shitstorm, was meiner Meinung nach zumindest irgendwo gerechtfertigt war. Content zu klauen ohne Absprache und so zu tun, als wär's das eigene, ist halt wirklich wack. Ich muss auch sagen, dass ich es wirklich gut fand von Monte, dass er für einen kleineren YouTuber Partei ergriffen hat. Alleine wegen der... Was ist denn jetzt mit Fatih Brate? Macht er noch erfolgreich Content? Weil jemand gesagt hat, der ist noch relativ groß. Der hat 1 Million Abos, was? Oh Junge, ey, ohne Witz, wenn er 1 Million Abos hat, warum hänge ich noch bei 145.000? Warum eigentlich? Warte mal, wie schaut bei Social Blade meine Prognose aus? Ich muss doch irgendwo bei Social Blade, wann würde ich die 1 Million erreichen? Bestimmt gar nicht oder so. Damals hatte er 200.000, ja, jetzt hat er 1 Million. Okay, perspektivisch wird es bei mir, denke ich, richtig reinscheißen. Warte, Future Projects, oh, jetzt bin ich gespannt. In 5 Jahren 782.000 Abonnenten, Leute. Das heißt, bei mir erst wahrscheinlich so in 8 Jahren, 9 Jahren, dass ich 1 Million schaffe. Ja, schade, Leute, schade. Aber ich sag mal so, wenigstens hat man heute Glück mit dem Wetter, oder? Das ist halt das Wichtigste. Ich schaff's doch nicht ganz, den ganzen Stream dabei zu sein. Muss da ja auch was bauen, so ein Parklet. Und wir sind zu viert, haben bis 14. nächsten Monat Zeit. Der Boden ist fertig, aber fehlt noch ein bisschen was. Jedenfalls will ich mal wieder einen kompletten Stream schauen wollen. Scheint, es ist doch völlig in Ordnung. Wirklich, es ist völlig in Ordnung. Ich danke dir, dass du hier warst, ja. Und wenn es so ist, dann ist es so. Das kriegen wir auch nochmal irgendwann hin, auf jeden Fall. Auf Social Blade schaffe ich in 5 Jahren gerade mal 90.000 Abos. RIP. Scheiße. Gerade mal 90.000. Der Junge hat ganz andere Ambitionen, der Baku. Also der Baku hat ganz wilde Ambitionen hier. Ja. Okay, hier. Warte. Ja, warte mal, wie viele Abos hast du jetzt gerade? 33.000. Junge, weil du hier im Mai hast du einfach 8.800 Abos gemacht. Da muss ich auch sagen, Chasnero hat dir da echt eine krasse Hilfe gegeben, ne? Weil hier ist das direkt übel abgeflacht wieder. Aber dann gab es immer wieder so Monate, wo es bei dir richtig gut lief, ne? Naja, aber guck mal, das wird doch schon wieder besser auf jeden Fall. Na, läuft das doch, Junge, es läuft doch. Vielleicht an einem Samstag zum 2-Stunden-Stück. Ja, ist halt immer, derzeit sind halt die, ist halt immer schwierig, ne, weil immer was los ist bei mir. Belastend, ey, belastend. Reezy, servus. 8.800 Abos gekauft, denke ich auch, ja. Das waren dann immer die Banger-Videos, die kurz reingeschaut haben. Ja, aber es muss einfach mehrere solche Banger-Videos geben, dann let's go! Oder jeder deiner aktuellen Abonnenten macht einen Zeit-Account, dann geht's schneller. Das stimmt. Ich könnte ja, Leute, das ist doch mal eine Überlegung wert. Ich mach das wie ABK. Wie schlau ist das bitte? Einfach, ich mache so ein Experiment, ja. Wenn jetzt jeder, der das Video schaut, 1 Euro spendet, ja. So werde ich das sagen. 1 Euro spendet. Und dann ist das Experiment, wie viel bekommen wir zusammen? Theoretisch müssten wir dann bei 60.000 Zuschauern einfach 60.000 Euro geschafft haben.
Und dann löse ich das auf, dann löse ich das Experiment auf und sage dann, ey, krass, wir haben ja 60.000 Euro gemacht. Ja, nein, danke schön, danke. Ja, ich werde mir jetzt ein Haus kaufen. Junge, ist ja so schlau. Real Talk ist ja einfach so schlau. Ich mache das wie ABK. Ja, ich sage, ich mache es wie ABK, nur wir sind halt einfach coole. Ich sag einfach noch, wir müssen ABK überbieten. Ich sage, wir müssen ABK überbieten. Und deswegen, ihr müsst gerade reinschallern. Ihr könnt auch einfach mehr als 1 Euro. Ihr könnt einfach 100 Euro reinschallern. Ja, da habt ihr einfach so viel gespendet, wie sonst 100 Leute das machen würden. Das ist Wahnsinn. Wir machen es einfach so, okay? Und dann sage ich einfach, ey, ich habe dieses Jahr, für dieses Jahr habe ich ausgesorgt. Ja, mir ist egal, was jetzt noch kommt. 666 auch. Nee, ich distanziere mich von 88 und 666. Der Tatsache, dass Fatih ja gar nicht darauf reagiert hat, als der 200 Abonnenten-YouTuber ihn darauf aufmerksam machen wollte. Beziehungsweise ihn auf frischer Tat ertappt hat. Ja, Prank Bros vs. Montana Black und Unge. Junge, was waren das damals für geile Zeiten, als sich viel mehr Leute auf YouTube verbal gefetzt haben. Falls euch dieses Format übrigens gefällt, lasst es mich gerne durch einen Like oder einen entsprechenden Kommentar wissen. Gerne auch Ideen, wie man das Ganze noch weiter ausbauen könnte, weil irgendwie finde ich diese Formatidee gar nicht mal so schlecht. Der Beef zwischen den Prank Bros und der Reaction Bros Monte und Unge nimmt dabei einen ganz besonderen Platz ein, denn es ist das einzige Video. Was meinst du mit kannst du wechseln? Video bei dem. Ach so, Geld wechseln. Na klar. Ah, kriegt man. Sich die Prank Bros auf Beef eingelassen haben. Gerade die Prank Bros genießen aufgrund ihrer Fake Pranks einen relativ schlechten Ruf in der YouTube Szene. Genau. Ah! Was zum Teufel? Er bekommt einfach auf ganz entspannt einen epileptischen Anfall, fühle. Hey, ich bin's. Oh. Ey, Schatzmann, hallo. Hallo. Hey, hallo. Schatz. Bruh. Nicht selten war ihr... Aber oh, wie schlecht, ey, wie schlecht. Schatz, hallo, hallo, lebst du noch, hallo? Content von Clickbait und gestellten Situationen durchzogen, wie zum Beispiel dieser Prank hier, bei dem die Brüder so getan haben, als würde in einem Schwimmbad ein benutztes Kondom im Wasser schweben. Rufschädigung? Egal, Hauptsache die Klicks kommen rein. Im Großen und Ganzen begrenzte sich bei den Brüdern aber der Blödsinn halt eben nur auf Clickbait und schlecht gespielte Pranks, wodurch sie mittlerweile über 2 Millionen Abonnenten sammeln konnten. Neben ihrem Hauptkanal hatten die Prankbros noch einen Zweitkanal, auf dem hauptsächlich Gaming-Content kam, aber halt nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Nachdem der Kanal ein Jahr lang stillstand und keine neuen Videos mehr kamen, änderten die Prank Bros den Namen des Kanals um in ASMR Bros und fingen an, sowas hier hochzuladen. Das Ganze wurde versehen mit Ganz ehrlich, soll ich meinen Hauptkanal einfach auch so crashen? Einfach mein Kanal zu Alpha Kevin ASMR umbenennen? Oder ASMR Kevin? Wäre auch nicht schlecht, oder? Scheiße, Shinx. Ey, ich wünsche dir eine gute Nacht und danke schön für den Support heute. Liebe geht raus, ja. Bis zum nächsten Mal, oder auf Discord, sowas ist. Englischen Titeln und yalla, ab ins Internet. Ziel der Prank Bros war es offensichtlich, ein internationales Publikum anzusprechen, in der Hoffnung, dass man dadurch viel mehr Klicks generieren kann. Sollte ja logisch sein, es gibt halt viel mehr Menschen, die Englisch sprechen und das Engagement bietet halt deutlich mehr Potenzial dieser Leute. Und ja, viele werden wahrscheinlich sagen, Max, da spricht man anders. Ich hab nur drauf gewartet. Aus. Aber nein. Monte und Unge gefiel das aber so gar nicht, denn sie warfen ihren Prank Bros Geldgeilheit vor. Es reflektiert einfach das, was sie sind. Sie sind mich auf so viel Geld wie möglich auf. Oh nein. Och was? Was, Monte? Nee. Ja, das ist halt nur bei den Prank Bros so, dass sie nur auf Geld aus sind. Junge, theoretisch, die Prank Bros können so ein krasses Banger-Video gegen Monte machen, das ist nicht von dieser Welt. Aus und scheißegal wie. Lustig, dass gerade sowas aus dem Mund von einem Montana Black kommen konnte, oder? Es kam im Anschluss dessen zum wohl dümmsten und sinnlosesten Beef in der YouTube-Geschichte. Der Vorwurf, dass die Prank Bros ihre eigenen Fans, die sich für Gaming interessieren, mit so einer Aktion ins Gesicht gespuckt hätten, wurde immer größer. Es wurde wie bescheuert in diese Richtung argumentiert und nahm Ausmaße an, die aus heutiger Sicht echt irgendwo unverständlich sind. Ich meine, der Kanal der Prank Bros lag ein Jahr lang
lang brach und ab einem gewissen Zeitpunkt interessiert es auch niemanden mehr, ob da etwas Neues hochgeladen wird, was mit Gaming zu tun hat oder nicht. Und ob jetzt ASMR-Videos deutsche Titel haben oder englische, geredet wird in diesen Videos doch eh nichts. Also was spielt das dann für eine Rolle oder sehe ich das falsch? Ich meine, so klingt englisches ASMR. Oh, hör mir auf. Und so japanisches ASMR. Oh. Und so klingt Baku ASMR. Stopp. Okay, ich verspreche es euch, es kommen keine ASMR-Sounds mehr in diesem Video. Also ich höre da keinen Unterschied raus. Und solange sie damit niemanden wirklich schaden, können die beiden doch machen... Hey, Friedrich! Sogar mit Prime, du Ehrenmann. Scheiße. Einfach die Abo-Falle zugeschnappt. Warum mache ich das überhaupt? Ich weiß es nicht, Friedrich. Ich weiß einfach, mich weiter auf Twitter oder so zu mobben oder so. Ich meine, keine Ahnung. Ist möglich. Ich danke dir auf jeden Fall. 26 Monate. Ja, irgendwo bei 26 Monaten muss man dann halt. Irgendwo ist dann das auch die Pflicht, oder? Cringe, wenn Leute Geld verdienen möchten, ich gehe immer kostenlos arbeiten. So sieht's aus. Ich finde, man sollte das ehrenamtlich machen, weil es sollte ja einem Spaß machen. Und wenn was einem Spaß macht, dann muss man kein Geld verdienen. Deswegen bei Twitch ist zum Beispiel so, oder jetzt hier bei Streams macht mir halt keinen Spaß. Deswegen verdiene ich damit extrem viel Geld, Leute. Ja, spendet mir alle 5000 Euro jeden Stream und dann kann ich mir eines Tages ein Haus kaufen. Könnt ihr das vielleicht machen? Wäre das möglich? Stell euch mal vor, jeder würde jeden Stream immer einen Euro spenden. Das ist halt jetzt die Frage, wir nehmen jetzt mal durchschnittlich 130. 130 Zuschauer im Durchschnitt. Sagen wir es einfach so, das wären 130. Das wären im Monat 3.900. 3.900 mal 12. 4.000 knapp mal 12. Sind wir bei fast 50. Jo, aber bei fast 50.000. Wie crazy auf jeden Fall. Ja, aber irgendwie, ich hätte jetzt mehr gedacht. Mathe war, ja, Mathe, Leistungskurs. Ich hatte keinen Leistungskurs, deswegen kann ich dazu eigentlich nicht viel sagen. Ja, deswegen, wenn jetzt jeder 1.000 Euro jeden Tag spenden würde, ja, dann würde die Summe sich tatsächlich vervielfachen, ja. Ich verdiene so wenig, ich bin fast kostenlos, ja, let's go, das ist doch wichtig. Wichtig ist, dass du nicht viel Wert hast, ja, du darfst nicht wertvoll sein. Mein Hintergrund steht für Ukraine, by the way. Junge, du, krass. Ist doch bestimmt nicht so gewollt, aber, oder beziehungsweise nicht so vorgesehen, aber es ist, das hast du gut gemacht. Das sieht halt wirklich krass aus, ne? Was sie wollen. Es gab keine Rufschädigung. Hier sieht halt immer der Hintergrund aus, die Ukraine, by the way. Keiner wurde zu etwas verleitet, was potenziell süchtig machen kann und niemand wurde verletzt. Obwohl, komm, das tut schon in den Ohren weh, wenn man das ein bisschen lauter hört. Es standen noch einige andere Vorwürfe im Raum, die auch nicht wirklich greifbar waren, weil einfach die Beweise gefehlt haben und so verlief sich der ganze Beef mehr oder weniger im Sande. Meiner Meinung nach hat man hier einfach ein Fass aufgemacht, wo es absolut nicht nötig gewesen wäre und dabei gibt es bei den Prankbulls schon hin und wieder Dinge, die man wirklich kritisch betrachten kann. Ich hatte damals den Eindruck, dass sich die ganze Thematik einfach von Anfang an ungewollt hochgeschaukelt hat und irgendwann durch die Dynamik, die dabei entstanden ist, so absurde Ausmaße angenommen hat, die man eigentlich so nicht bezweckt hatte. Also, ich denke es auch, Baku, ich denke es auch und ich gebe dir